Yo, Freunde der Sonne, ich habe endlich mal was Gutes gezogen, wie man schon am Titel sieht. Ich habe ein 86 Plus Pack gemacht und eine 84 Plus Spielerwahl. Und wir werden gleich sehen, was ich da gezogen habe. Hier sieht man auch, was ich abgeschickt habe bei der 84 Plus Spielerwahl. Das waren alles untradable, die hatte ich alle im Verein, also war es nicht so schlimm. Aber bevor ich die ziehe, muss ich hier noch eine Headliner-Challenge machen, weil ich Rodrigo als Duplikat hatte und ich wollte nicht einfach discarden. Ich mache das eigentlich immer so. Ich habe zwar jetzt auch schon Varan gezogen, aber das meiste war wirklich nicht so gut und man möchte einfach auch gerne diese Metakarten haben. Jetzt habe ich auch ein bisschen schon gespoilert. Der ein oder andere wird sich schon vielleicht denken, was ich gezogen habe. Trotzdem ist es vielleicht ja ganz cool, das selber mit anzugucken in diesem Video. Da schließe ich noch schnell die Headliner-Challenge ab und werde auch das Pack, was ich da rausbekommen habe, hinterher ziehen. Davor glaube ich noch das 86er-Pack und jetzt lasse ich euch einfach mal meine Live-Reaction anschauen. Viel Spaß! Oh, Megapack gab es da. Joa, das sieht doch ganz gut aus, Megapack. Alles klar, Julian, dann geht's mal los. Bitte lass mich auf. Machst du Vierer? Ich mach grad Megapack auf und dann das Vierer. Obwohl, ich muss das erstmal aufmachen, okay. Mbappé! Mbappé! Ja. Ah, du hast doch gesagt so, yo, alle anderen ziehen den immer! Ja, das ist ja auch so, jeder hat ihn im Team und ich hab ihn nicht und jetzt endlich! Ah, ist das schön! Das ist wirklich, wenn man Spieler der Million wert ist. Ah, ist das schön! Und vor allem brauchbarer auch! Ja, tut das gut, die Schildkröte zu sehen. Der ist gut. Danke. Dankeschön. Weißt du, du hast heute den Glückskeks aufgemacht, wo du auf den Rat von anderen Leuten hören sollst, ne? Ich hab dir gesagt, mach das Pack und das Pack gemacht hast du auch nicht. Der Glückskeks hat da ausnahmsweise mal. Der Glückskeks hat geholfen. Jetzt nochmal das Megapack. Jetzt kann es nur noch schlecht werden, nachdem man Mbappé gezogen hat. Mal gucken. Naja, also ein Spieler für eine Million einfach zu ziehen ist schon schwierig. Workout! Oh, sehr gut. Oh, hell Costa no! Rica. Das ist doch hier ein Killer, ne? Ja. Aber 87er, es ist in Ordnung. Ja, ist witzig, ist in You serious? Ordnung. Scheiße, Mann. Das war noch so weißlich, dann habe ich gedacht, so, es ist ein Walk-Dings-Icon. Ich wollte ruhig sein, aber das war dann doch nicht so weiß, wie ich das im Kopf hatte. Oh, Mann. Aber geil, dass man noch ein Megapack bekommen hat. Also, ich finde, das hat sich gelohnt. Mach das auch. Wenn du Bock Megapack? hast. Was muss man eintauschen dafür? Gesamtwertung 79. Was mehr nicht? Aber halt, du musst, glaube ich, drei von einem Verein. Das war das Knifflige noch. Und nur drei Nationen. Da habe ich mein englisches Team weggegeben. Drei Schotten, zwei Spanier und alles andere waren Engländer. Aber wenn ich das 86er hinkriege, dann versuche ich die anderen auch zu machen. Ich mach das jetzt das einfach. Teuer. Was? Das 86er Upgrade. Ja. Das Ding ist halt, ich gebe Dings weg, Laporte. Und ein Innenverteidiger Laporte ist eigentlich schon nicht schlecht. Also kann man echt gut gebrauchen für SBCs. Naja. Und dann eben raus damit. Weg mit den Viechern. Wan-Bissaka gebe ich weg, Telles, weißt du? Okay. Hätte wahrscheinlich mehr Geld rausgeholt, wenn ich es verkauft hätte. Schauen wir mal. Ich hab's jetzt gemacht, jetzt mache ich es auch. Mehr Geld hättest du so oder so rausgeholt, weil du kriegst gar kein Geld dafür. Ja. So.
Ist ein Walkout? Ja, klar ist ein Walkout. Ja. Barcelona, linkser Verteidiger. Jordi Alba. Alba. Ja. Das hat sich nicht gelohnt, würde ich sagen. Nee. Ich habe ein ganzes Team weggegeben für eine 86er, das habe ich gemeint. Ah, jetzt aber auch Ronaldo ziehen. Was haben wir denn? Ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl, dass nach dem Mbappé jetzt ich nur noch Scheißdreck ziehe. Aber ist okay, man, ich habe Mbappé gezogen. Also. So, wie steht's jetzt bei Schalke? Weil ich hätte jetzt eigentlich so diesen Sean Kleiber machen können auch. Hätte ja auch ein 84er Team weggeben müssen. Hätte ich wenigstens einen guten gehabt. So, und hier ist der versprochene Glückskeks-Spruch. Und ich danke euch fürs Zusehen und ja, wir sehen uns. Bye bye.